Ein schnelles Rezept für Wraps aus flüssigem Teig. Dieses Rezept ist für eine Portion Wraps. Wer mehr möchte, einfach die entsprechenden Zutaten verdoppeln, verdreifachen. Die exakten Zutaten gibt es einmal hier direkt auf dem Bildschirm oder natürlich in der Videobox oder auf dem Blog. Nun alle Zutaten gut miteinander vermischen, entweder von Hand oder elektrisch. Gebt den flüssigen Wrap-Teig in eine Pfanne, welche bei etwa 2/3 der maximalen Hitze erhitzt worden ist. Sobald die erste Seite des Wraps gekocht ist, einfach umdrehen, damit die zweite Seite auch noch braun werden kann. Da man nicht zu viel Hitze für die Wraps verwenden möchte, wiederholt einfach den Vorgang und dreht die Wraps mehrmals auf die andere Seite, bis beide Seiten leicht bräunlich sind. Mmm, schaut nur, wie viel Luft sich in den Wraps gebildet hat. Dreht einfach die Wraps weiterhin öfters um. Nachdem der Wrap fertig ist, holt ihn aus der Pfanne und gebt ihn auf ein Gitter zum Abkühlen. Es ist am besten, die Wraps sofort zu genießen, während sie noch soft und lecker und leicht warm sind. Dann schmecken sie wirklich am besten, können aber auch eingefroren werden.